Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Dragoon. Hier direkt vor Indelsburg, vor einer wunderschönen Kulisse und mit einem wunderschönen Musiktrack im Hintergrund. Ich muss euch direkt mal zu Beginn sagen, dass, also ich nehme A, das jetzt direkt im Anschluss auf an die letzte Folge, aber lasst euch bitte in Zukunft nicht davon irritieren, was hier für Spielzeiten hinterlegt sind in-game, weil ich jetzt zum Beispiel zwischen der letzten Aufnahme und dieser hier habe 2 Stunden ins Land streichen lassen und mich hier nicht vom Fleck bewegt und auch im Pause-Menü oder im Menü generell läuft die Zeit weiter. Das heißt, diese Zahl ist definitiv nicht repräsentativ für die Spielzeit insgesamt und wir gehen jetzt erstmal wieder hier rein. Wir haben hier beim letzten Mal schon reingelugt, allerdings gab es hier oben noch einen Weg, den ich nicht weitergegangen bin. Weil das irgendwie so richtig aussah. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, draußen diese große Treppe, die würde den Thronsaal führen. Und da wird bestimmt unser Ziel sein. Die Leiter hier links, die wird mich bestimmt dahin bringen. Also an die Stelle, die ich da vorhin schon gesehen habe. Also, wo ich beim letzten Mal... kann das nicht erklären. Da unten ein Stockwerk tiefer, da ist so ein komischer Leitentreppenabschnitt, wo ich mich beim letzten Mal gefragt hatte, wie man da hinkommt. So, was ist das jetzt hier? Da muss ich wahrscheinlich von unten lang, oder? Sir Lawitz, sind es wirklich Sir Lawitz? Wann sind Sie zurückgekommen? Wart eben, bester Mann, hast nichts verpasst. Ich hörte, dass die erste Ritterschaft zerschlagen sei und hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Ich bin ja so froh. Naja, den absoluten Frieden können wir jetzt allerdings auch nicht mitbringen. Ich weiß noch nicht, ob wir hier so wahnsinnig lange verharren werden. Dieses Lied ist so schön. Es ist eigentlich eine echte Schande, da rein zu quatschen, ehrlich. So. Oh Mann, Sir Lawitz, wann sind Sie zurückgekommen? Liest ihr keine Zeitung? König Albert war so um Sie besorgt. Gehen Sie bitte schnell zu ihm. Na gut, ich muss ja zu deren Verteidigung sagen, dass wir noch keine 24 Stunden sind. Zeitung hätten also nicht mal die Möglichkeit gehabt, das rechtzeitig abzudrucken. Wahrscheinlich, also mal abgesehen davon, dass es hier überhaupt gar keine Drucker zu dieser Zeit geben wird. Ich komme hier wieder so mit der Optik nicht klar. Ich habe schon wieder 10.000 Kisten übersehen. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich diesen Ort hier später auch noch aufsuchen kann. Und da gegebenenfalls ein bisschen was nachholen kann. Sir Lawitz, willkommen! Aha. Das mit der ersten Ritterschaft tut mir leid. Wir müssen den Krieg für sie gewinnen. Ja, wir geben uns alle beste Mühe, aber ob das reichen wird, das wird sich zeigen. Ein bisschen Geld, sehr schön. 50G, das kann man so ein bisschen als fast schon Durchschnittspreis für ein Equipment-Teil nehmen, ne? Also wenn man mal von den Accessoires absieht, die sind immer ein bisschen teurer. Was ist das hier? Ich würde fast ein bisschen schwindelig, oder? Das ist irgendwie nicht Vogelperspektive, das ist aber auch, das ist irgendwie so schräg, so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, ob man irgendwie den Kopf neigen müsste, um das sehen zu können. Müsste man eigentlich auch, aber auch nicht so wirklich. Naja, komische Sache auf jeden Fall. Wer seid ihr? Sir Lawitz, willkommen. Danke, sagst du noch was? Es ist ein Wunder, willkommen. Danke, ich freue mich irgendwie voll, dass die sich so freuen. Sir Lawitz, sind Sie das, Sir Lawitz? Ja, bekannt wie ein Hund hier, wie ein bunter Hund. König Albert hat sich um Sie gesorgt. Berichten Sie ihm bitte unverzüglich von Ihrer Rückkehr. Ist der hier unten? Das würde so passen vom Aufbau her, ne? Und wie zur Hölle? Okay, also dieser Raum, der überfordert mich. Ich gucke jetzt erstmal hier. Ich hoffe, hier wird jetzt nicht der König sein. Ich komme so nicht klar mit diesem Ort, merkt man gar nicht, ne? Was ist das hier? Geht's hier noch weiter nach oben oder was? Nein! Och, Mann, ey. Ja, toll, am Arsch. Ich wollte hier gar nicht hin. Jetzt muss ich erstmal trinken und mich resetten. Ist übrigens nur Kaffee. So, also, auf geht's. Ich hoffe, wir können uns danach hier noch umschauen. Menno, ich habe hier echt ein blödes Timing in diesem Let's Play, ja? Bei in Helena war das genau das Gleiche. Da bin ich auch erstmal den richtigen Weg gelaufen, obwohl ich dachte, das wäre der falsche. Ich bin das Oberhaupt der ersten Ritterschaft, Lawitz Lambert. Melde mich aus der Schlacht zurück. König Albert. Lawitz, ich war schon etwas beunruhigt, da ich hörte, du seist vermisst. Oh, bitte. Macht es euch bequem, ihr alle.
Will er nicht wissen, wer wir sind? Eure Hoheit, das ist mehr, als ich verdiene. Ach, voll das Understatement hier wieder. Minister Neusch. Das ist wahr, eure Hoheit war so bestürzt, dass er sich nicht mal mehr um die Staatsangelegenheiten kümmern konnte. Oh, Neusch, bitte verspotte mich nicht. Lawitz ist ein Freund aus Kindertagen und ein Meister der Kriegskünste. Wie dem auch sei, wo bist du gewesen? Nachdem meine erste Ritterschaft geschlagen war, wurde ich von Sandora gefangen genommen und gegen meinen Willen im Gefängnis von Helena festgehalten. Was? In Helena? Aber dank der Heldentat dieses jungen Mannes gelang es mir auszubrechen. Lasst mich euch diese Leute vorstellen, Dart und Shana. Sie sind aus Seles. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr Lawitz gerettet habt. Lasst mich euch meine Dankbarkeit zeigen und sagt mir, ob ihr etwas benötigt. Ja, kommt drauf an. Am besten wäre ein größeres Inventar, aber ich glaube, damit kannst du mir nicht dienen. Ich möchte um einen Gefallen bitten. Ist es möglich, Shana in dieser Burg in eurer Obhut zu lassen? Was? Es scheint, als habe das Sandora-Reich Seles nur angegriffen, um Shana zu entführen. Ja, okay, vor dem Hintergrund muss sie aber auch ein bisschen Verständnis für Darts Vorschlag aufbringen. Ich wollte nämlich zuerst sagen, naja, komm, jetzt bevormunde sie nicht schon wieder, Junge, aber die waren ja wirklich hinter ihr her und wir haben gesehen, was das ausrichten kann, ne, in Seles. Sie könnten jederzeit wieder hinter Shana her sein und wenn ich daran denke... Ist das der Grund, warum du mich hierher gebracht hast? Shana. Ich kann mit Dart Schritt halten. Darauf habe ich hingearbeitet. Wir können die Zeit, die wir getrennt waren, nicht mehr rückgängig machen. Aber jetzt will ich immer mit dir zusammen sein. Oh. Fast wieder so ein stiller Heiratsantrag. Hatten wir das nicht kürzlich erst bei Lawitz und Dart? Leider kannst du sie nicht hier lassen. Weil zu viel Gefahr ausgeht? Das Andorra-Reich hat jetzt die Macht des Drachen und ist in die Offensive gegangen. Wir halten die Front in Hoax. Wenn der Drache aber auch auf niedrigeren Bahnen fliegen kann, dann kann er die Burg direkt angreifen. Wir können sie dann nicht mehr verteidigen. Noch nicht mal mit Schutzschilden. Kann schon wieder nicht lesen heute. In Sergio ist jetzt kein Platz mehr sicher. Außerdem weißt du ja, was sie für dich empfindet, oder etwa nicht? Woher will er das denn wissen? Okay. Shana, vielleicht wird es jetzt noch gefährlicher werden. Dart, solange ich bei dir sein kann, macht mir das nichts aus. Irgendjemand wird hier sterben, ey. Ich hab's richtig im Sack. Gut, ich nehme meine Bitte zurück, aber noch etwas. Ich würde Minister Neusch gerne noch etwas fragen. Kennen die beiden sich? Frag mich, was du willst, mein Sohn. Mein Kopf ist voll von Legenden und Geschichten des Endines-Kontinents. Endines? Ich habe auf meiner Reise nach dem schwarzen Monster gesucht. Das schwarze Monster? Das, was seine Eltern wahrscheinlich getötet hat oder zumindest sein Heimatdorf ausgerottet hat, ne? Das Monster, das vor 18 Jahren Ned angegriffen hat. Ich weiß nur, dass es mich und mein... Was? Dass es mich um meine Eltern und um mein Heimatdorf gebracht hat. Seht ihr? Ich habe mir etwas gemerkt und ich musste nicht spicken, ja? du warst ein Opfer des Teufels. Ich möchte alles erfahren. Bitte erzählt mir davon. Es gibt kaum noch Informationen darüber. Alles, was mit ihm in Zusammenhang stand, wurde in Schutt und Asche gelegt. Müssen wir in dieser Schutt und in diesem Schutt und in dieser Asche mal suchen oder so. Ich weiß nur, dass das schwarze Monster als der Teufel bekannt war, der der großen Allmacht nicht gehorchte. Und es wird gesagt, dass er den Gott verschlungen hat. Dass den Gott verschlang? Ja, und überraschenderweise tauchte es in der Geschichte schon vor 11.000 Jahren auf. Vor 11.000 Jahren endete der Drachenkrieg. Wow, die sind aber geschichtsfest hier, haben alle voll die Daten auswendig im Kopf. Ihr habt völlig recht, eure Hoheit. Ich werde dir stattdessen über den Drachenkrieg berichten. Gerne. Und ist eine Cutscene? Die Winklis herrschten über alle Lebewesen und hielten sie als Sklaven. Sie lebten wie die Götter. Und es war eine Schreckensherrschaft. Eine abscheuliche Sklaverei.
Der Hass der Sklaven brach aus wie ein verzehrendes Feuer. Dann fegte ein Wind über die Erde, der die Flammen in einen Feuersturm verwandelte. Der Herr des Sturms war Kaiser Dias. Ihm dienten 7 Dracheninkarnationen. Ihr Mut riss das Volk mit und es rebellierte. So begann der Feldzug der Drachen. Es war ein grausamer Krieg. Beide, Winglis und Menschen, erlitten schreckliche Verluste. Nach einer langen Zeit der Qualen gewannen die Menschen die Oberhand. Das Zeitalter der Menschen begann. Okay, ich glaube, das hier war gerade ziemlich maßgeblich für den Titel dieses Spiels, ne? Um diese Legende dreht sich nämlich der Titel und alles, was wir jetzt hier wahrscheinlich noch erleben werden. Das schwarze Monster erschien aber nach dem Drachenkrieg. Hey, wer bist du denn? Kannst du dich anklopfen? Kennen die sich? Das ist Prätorianer von Basel. Entschuldigung, Sir, es ist Zeit für die Kriegssitzung. Ah ja, sag ihnen, wir kommen sofort. Willst du mich jetzt etwa abwürgen? Ich habe doch noch so viele Fragen. Dort, Shana, für diejenigen, die kein Zuhause mehr haben, wird dies ein besonders harter Krieg werden. Das Lied ist so schön im Hintergrund. Ich glaube, das ist bisher neben dem Track ganz am Anfang, als Seles zerstört wurde, mein Lieblingstrack. Die Burg ist jetzt sehr ruhig. Es ist der beste Platz, um über die Zukunft nachzudenken. Das ist das erste Mal, dass wir auf einer Burg sind. Neben diesem Zimmer gibt es einen Platz mit einer schönen Aussicht. Viel Vergnügen. Die Aussicht von der Burg. Ich verstehe. Bitte entschuldigt mich. Es ist aber nicht voll gefährlich, wenn sie hier draußen rumläuft. Wir wissen ja nicht, ob unsere Feinde wissen, wo sich Shana jetzt gerade aufhält. Sie ist so hastig. Bitte entschuldigt auch mich. Geht ihr jetzt nach? Ist Lavitz jetzt nicht mehr in unserem Team? Gleich mal gucken. Lavitz? Wir sind jetzt alleine. Toll. Hauptsache, ich kann mich jetzt noch frei bewegen. Ich wette, wenn ich zu Shana gehe, dann geht die Action hier weiter. Oh Gott, ey, dieser Ort ist so kompliziert aufgebaut. Aber ich bin generell irgendwie in jedem Spiel mit Bogen überfordert. Keine Sorge, sobald wir die Kriegssitzung beenden, werden wir Lavitz zu euch schicken. Danke. Kannst du Gedanken lesen? Ich mag den. Irgendwie ist der nett. Also, der wäre wahrscheinlich nicht so nett zu uns, wenn wir Lavitz nicht im Schlepptau hätten. Okay, immer wenn ich da hinlaufe, dann laber ich automatisch den King of the Hills an. Es sei denn, ich komme von der Seite. Interessant. Hallo, Lavitz. Hallo, Lavitz. Redest du nicht mehr mit mir? Hast du jetzt einen anderen besten Freund gefunden? Wird erwartet, bis die Kriegssitzung vorbei ist. Ja, ich habe ja verstanden. Wollt euch ja nur ärgern. So, was geht hier jetzt ab? Wo... Oh, das ist so schön hier. Das ist jetzt aber nicht das, wo Dings hingelaufen ist, oder? Shana, wer bist du? Der killt mich jetzt bestimmt. Nein, okay, das wäre irgendwie zu krass, aber ich hoffe jetzt erstmal hier weiter. Du bist also der Tapfere meiner Seele. Das ist aber die Kammer seiner Hoheit, König Albert. Du darfst da nicht reingehen. Ich bin doch aber schon quasi drin, oder? Oder meint er, dass ich da die Leiter nicht runterklettern darf? Ist das überhaupt eine Leiter? Ja. Okay, sieht so ein bisschen aus wie die Sprossenwände, die man damals im Sportunterricht immer hatte. Scheiße! Ich glaube, da kann ich jetzt nicht wieder hochlaufen, ne? Voll Wasserrutschen-Flair, ey. Wie geil ist das denn? Ah! Wo auch immer er jetzt hier rauskam... Bin ich jetzt aus der Schublade dieses Schreibtisches hier rausgeploppt? Oder wo kam ich da jetzt raus? Oder hier? Ich habe schon wieder irgendwie voll Probleme mit der Optik, also das irgendwie so zu erkennen. Aber das Gute ist, hier waren wir schon mal. Und hier habe ich ja die Fehlentscheidung getroffen, ne? Oh ja, lass mich halt nicht durch. Gucken wir jetzt hier mal. Hier hätte ich zuerst langlaufen sollen. Ich weiß nämlich jetzt, wo ich rauskomme. Genau. Und hier können wir jetzt wahrscheinlich einfach weiter nach unten klettern. Und kommen jetzt in den Folterkeller des Königs.
wo er seine ganzen Bitches wahrscheinlich hält. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich will dem Albert nicht Unrecht tun, der wird höchstwahrscheinlich ein wohlgesonnener und gut situierter und vernünftiger Mann sein. So, was ist das jetzt hier? Muss ich mich jetzt beeilen? Jetzt geht das Ding wieder zu, oder was? Nö. Bleibt jetzt offen. Ich hab's kaputt gemacht. Toll, Dart. Du hast es kaputt gemacht, nicht ich. Okay, dann lassen wir das mal so. Wird uns hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie irgendwas nützen. Weil da gewesen sind wir, glaube ich, noch nicht an dem Ort. So, dann geht's hier wieder nach oben. Ich glaube, hier gab es aber noch einen anderen Weg. Ja, ich weiß, glaube ich, sogar noch wo. Nämlich hier einfach nach unten, ne? Ich bin nämlich hier, also nicht hier nach unten, sondern da unten nach unten. Weiß wahrscheinlich wieder jeder, was ich meine. Aber wie komme ich da hin? Also dieser Raum da unten, der irritiert mich ein bisschen. Oh, diese Leute, die mich hier im Weg stehen. Ist das euer Ernst? So langsam wünsche ich mir ja echt, hier ein paar Schellen verteilen zu können. So macht man das heutzutage. Einfach Leuten eine Backpfeife geben, wenn sie im Weg stehen. Liebe Kinder da draußen, genau so geht man mit seinen Mitmenschen um. Und nein, es ist der Weg hier versperrt. Die Beratung dauert noch an. Wartet bitte noch etwas in der Burg. Ja, toll. Wartet bitte in der Burg, bis die militärische Beratung beendet ist. Befehl von Sir Lavitz. Ey, ich bin sein dickster Buddy. Der wollte mich schon mal fast heiraten. Ja, kann ich nur leider nicht nachweisen. Tolle Scholle. So, ja, super. Jetzt habe ich den Meetingraum verpasst. Den werde ich wahrscheinlich nie inspizieren können. Dabei gibt es in den Meetingräumen immer frischen Kaffee und leckere Säfte. So. Okay, das heißt, was genau soll ich jetzt tun? Warte, wir gehen jetzt erstmal wieder nach oben. Oh Gott, bin ich schon wieder unstrukturiert. Ey, es ist doch unfassbar. Wie zur Hölle komme ich da hin? Ich muss über irgendeine Leiter... Ja, okay. Ich glaube, ich habe die Antwort mir jetzt gerade selber gegeben. Muss über irgendeine Leiter da runterklettern und da rechts ist sie auch schon, oder? Warte mal. Hier habe ich mich nämlich noch gar nicht umgesehen. Okay, alles klar. Ich werde jetzt auch... Nein! Noch Stardust! Warum gibt es an einem solchen Ort einen Schrank? Damit du doofe Fragen stellen kannst und dagegen treten kannst oder so. Ja, aber ernsthaft? Irgendeine Bewandtnis muss das doch haben, oder? Ach, das ist eine Kiste? Ich tue mich übrigens auch mit Kisten schwer, die zu erkennen. Ist euch wahrscheinlich auch noch gar nicht aufgefallen. Hier werde ich 100 pro 10.000 Dinge mindestens ausgelassen haben, aber eigentlich habe ich noch voll Bock weiterzuspielen. Und will jetzt nicht pausen. Ich will jetzt nicht pausen. Nee, ich will jetzt nicht pausieren, wollte ich sagen. Habt ihr den Techniker in Schweiz gesehen? Irgendwie kommt er mir komisch vor. Etwas stimmt da nicht. König Albert verlässt sich auf ihn, aber mir gefällt der schwarze Kerl nicht. Ey, schon wieder Rassismus. Nein, der meinte wahrscheinlich seine Kleidung, aber nicht, dass jetzt Gefahr für Shana ausgeht. Das ist gerade meine größte Sorge. Wenn ihr nichts zu tun habt, könntet ihr auf den Balkon gehen. Sieht so aus, als hätte ich nichts zu tun. Wenn man vom Balkon auf die Stadt hinabblickt, kommt man sich wie ein Vogel vor. Es ist ein schönes Gefühl. Ich kann halt wirklich nicht mal lesen, was da los. Ja, das haben Balkone halt so an sich, ne? Deswegen sind sie auch so beliebt in der Regel. Einst waren das Königreich Basel und das kaiserliche Sandora ein Land namens Sergio, bis König Carlo von Dol getötet wurde. Okay. Dol ist der jüngere Bruder des früheren... Der jüngere Bruder. Alter, was ist so los hier? Der jüngere Bruder des früheren Königs Carlo. Er tötete seinen Bruder mit den eigenen Händen. Okay. Ist das irgendwie wichtig? Des früheren Königs Carlo tötete seinen Bruder. Ja, okay. So, keine Ahnung, ob ich mir das merken kann. Schon wieder vergessen, wie die alle heißen. Nein, Carlo. So, komme ich jetzt hier raus? Jetzt bin ich auf dem Balkon, ne? Warte mal, ich will nur mal ganz kurz gucken. Gab es hier sonst noch irgendwas? Gab es da noch mehr Wege, oder? Hier unten komme ich auf jeden Fall nicht raus. Was ist das hier? Da muss ich wahrscheinlich in dem Raum da hinten stehen, ne? Um da langlaufen zu können. Komm, ey, wenn du nicht der Depp der Nation werden willst, dann verpiss dich jetzt einfach. Ja, und steh mir nicht im Weg. Vielen Dank. Komme ich jetzt hier irgendwie in den Raum? Irgendwie würde das nicht so wirklich passen, oder? Doch. Ja,
Ja, guck mal, das sieht ja unten irgendwie viel größer aus, aber ja, ich und meine Proportionseinschätzung. So. Ach so, das links ist einfach nur der Weg nach draußen. Also der Weg, wo wir gerade hergekommen sind. Jawohl. Genau, das hatte ich ja vorhin schon vermutet, dass wir hier jetzt stranden, landen, wie auch immer. Die Kiste habe ich sogar gesehen. Aktivring erhalten. Der Aktivierring für unsere Verdauung. Oder was macht der? Nee, warte mal, bei Ausrüstung muss ich doch gucken. Aktivring, was kannst du? Verhindert Ausnahmezustand Entmutigung. Ich weiß halt nicht, welche Zustandsveränderungen jetzt die schlimmsten sind und wo es jetzt am sinnvollsten wäre, sich davor zu schützen. Deswegen belasse ich es erstmal dabei, aber ich freue mich, dass wir was Schönes bekommen haben. Ich glaube, man muss in diesem Spiel die Accessoires etwas wertschätzen, weil die halt so teuer sind, ne? Und wenn man hier Geld nicht gerade hinterhergeschmissen bekommt. Ist aber krass. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, nachdem ich hier in diesem Equipmentladen gewesen bin und wenn ich mir auch anschaue, wie viele Kämpfe ich hier mitgenommen habe bis dahin, hätte ich gedacht, dass wir mehr Geldüberschuss am Ende so hätten. Was ist das hier für ein komischer Schrank? Der irritiert mich immer noch. Was ist das hier? Wer bist du? Was ist das? Wer sagt das? Oh! Hi! Wo habe ich das denn gerade rausgeholt? Ein merkwürdiges Instrument. Versuch mal drauf zu spielen. Gib mal Geräusche von dir. Sieht aus, als würde da links eine Harfe an der Wand hängen oder so. Fragt ihr euch, warum ich musiziere, während andere kämpfen? Bestimmt, um die Moral der Kämpfer zu steigern, oder? Musik heilt müde Herzen. Sie ist Medizin fürs Herz, sag ich doch. Und ich kann das sowas von verstehen. Also ich würde es irgendwie... Also, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das formuliere. Ich finde es nicht cool, wenn es Krieg gäbe. Aber ich würde es cool finden, wenn ich in den Krieg ziehen müsste. Achtung, der Satz ist noch nicht zu Ende. Und das von schöner Musik begleitet wäre. Ja, ich glaube, wenn du auf dem Schlachtfeld fällst, ist das irgendwie... Kann das durchaus Balsam für die Seele sein, wenn das von Musik begleitet wird. Wobei, sie wird ja nicht mit aufs Schlachtfeld gehen. Gehe ich mal ganz stark von aus, ne? So. Aber wisst ihr, was ich gerade nicht verstehe? Bin ich nicht vorhin... Ach so, okay. Nee, alles klar. Ich habe meine Frage gerade selbst beantwortet. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch vorhin von hier auch zum Ziel gekommen. Genau. Diesen Weg jetzt hier gerade so ein bisschen verpennt. Wo komme ich denn jetzt zu besagtem Balkon? Oha. Da gab es aber, glaube ich, noch einen Ausgang auf der anderen Seite. Das ist aber echt eine wunderschöne Aussicht, ey. Wie so ein echt hübsches Gemälde. Auch wenn mir das für ein Gemälde... Also, ich kenne mich ja jetzt nicht so wahnsinnig gut mit Kunst aus. Aber die Farben wären mir ein bisschen zu grell. Also für ein Videospiel finde ich es geil, aber aufhängen würde ich es mir nicht. So. Von hier können wir ganz Basel sehen. Vielleicht können wir sogar Seeles sehen. Seeles liegt hinter dem Berg. Außerdem können wir es nicht sehen, weil wir so weit... Ich hoffe, alle sind wohlbehalten. Ich bin sicher, dass es ihnen gut geht. Hoffentlich. Hey, Norwitz altes Haus, ne? Ja, es geht ihnen gut. Nach den Aussagen meines Beraters sind die meisten Dorfbewohner wohlauf. Das klingt doch schön. Ich meine, so viele haben ja nicht überlebt, aber immerhin die, die es überlebt haben. Wirklich, ich bin erleichtert, das zu hören. Aber es wird ein bisschen Zeit brauchen, um das Dorf wieder aufzubauen. Das ist immer noch gut. Ich werde alle wiedersehen. Sehr schön. Können wir da jetzt auch wieder hin? Aber wir haben auch schlechte Nachrichten. Oh nee. Sandora bereitet sich darauf vor, uns anzugreifen. Sie planen, den Drachen für den Angriff auf Hoax einzusetzen. Einen Drachen? Wenn sie dieses Monster in der Schlacht loslassen, wird es ein Völkermord werden. Unsere Aufgabe als Ritterschaft ist es, ihn aufzuhalten. Ich gehe jetzt nach Hoax. Das Halten der Front wird die Zukunft von Basel bestimmen. Klingt leichter gesagt als getan. Ich glaube, das denkt sich Dart auch gerade, oder? Auf jeden Fall struggelt er gerade ein bisschen mit sich selbst, wie es aussieht. Ich habe nur für mich selbst gelebt. Dann kannst du es doch jetzt besser machen. Noch lebst du ja. Ich habe geglaubt, dass ich es alleine zu Ende bringen muss, auch wenn ich dafür Shana und die restlichen Bewohner des Dorfes zurücklassen musste. Und als ich zurückkomme, schau dir das an.
Aus der Entfernung sieht das aber fast noch harmlos aus. Ich habe fast wieder meine Heimat verloren. Aber nur fast. Lawitz, ich gehe mit dir nach Hoax. Ich will kein sinnloses Blutvergießen mehr mit ansehen. Was ist mit dem schwarzen Monster? Wir müssen zuerst den Krieg beenden. Jawohl, das ist die richtige Einstellung. Wer weiß, ob dieses schwarze Monster nicht auch irgendwie in diesen Krieg, den wir hier gerade haben, verstrickt ist. Dart ändert seine Meinung nie. Natürlich werde ich auch mitkommen. Ich kann den Krieg genauso wenig ertragen. Ich kann auch kämpfen. Sehr schön. Kinder. Hat er gerade Kinder zu uns gesagt? Es ist alles beschlossene Sache und jetzt müssen wir uns vorbereiten. Da, dann lasst uns jetzt nach Vale gehen. Dort gibt es Kramläden, Waffengeschäfte und mein Zuhause. Ihr müsst meine Mutter kennenlernen. Sie wird glücklich darüber sein. Sie hat schon lange keinen Besuch mehr gehabt. Ach, der kommt aus Vale. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge irgendwie Murks erzählt, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. So, guck mal, wir haben jetzt zwei Ausgänge, sehe ich gerade. Wir werden uns aber wahrscheinlich beide in den gleichen Raum führen, oder? Oder. Ja, ich will nur einmal der Sicherheit halber nachschauen, was es hier noch so gibt. Okay, läuft also aufs Gleiche hinaus. Ich habe zwei Stardusts gefunden. Ich wette, es gibt noch ein drittes, oder? Wenn ich mal sicher, obwohl wenn es 50 im ganzen Spiel gibt und es 4 CDs hat, also das Spiel, dann könnte es auch sein, dass es bei den zwei, dass ich damit vielleicht sogar alle gefunden habe. Wäre auf jeden Fall cool. Jemand soll Dohl manipulieren. Wer könnte das sein? Das weiß ich nicht. Es wird wohl kaum unser Nachbarland Tiberoa sein, aber wer sonst? Na, seid ihr da mal nicht so sicher? Warum begehrt Dohl Shana, auch wenn er Seelis zerstören muss? Viele Dinge sind daran merkwürdig. Tja, begehrt er sie jetzt so von Mann zu Frau? Weil er sie körperlich begehrt oder ist das eher eine Begierde, die auf ihrer Macht vielleicht beruht? Keine Ahnung. Wollen wir noch einmal rutschen? Habe ich da jetzt alles gefunden? Das Einzige außer dieser Versammlungsraum, ne? Das ist das, was mir noch fehlt. Guck mal, wie dieser Lichtstrahl da noch voll rauf zeigt. Wie so ein Laserstrahl, der dich verbrutzelt, wenn du zur falschen Tageszeit rutschst. So, da möchte ich jetzt aber noch hin. Darf ich da jetzt hin? Eigentlich dürften die Wachen da ja jetzt nicht mehr stehen. Mann, ey. Ja, lauf mir einfach immer entgegen. Ich glaube, der hasst mich. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. So. Ach so. Da schließt sich der Kreis. Okay. Dann würde ich jetzt mal meinen, dass wir dort alles gefunden haben. Oder alles abgesucht haben. Und hier habe ich ja beim letzten Mal schon nachgesehen, oder? So unfassbar schön. Dieses Lied einfach so liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und vielleicht ist das irgendwie ein bisschen geistesgestört, aber ob ich Orte mag oder nicht mag, mache ich meistens unterbewusst ganz stark auch von der Musik abhängig. Also es könnte nie irgendein Ort mein Lieblingsort werden, wenn ich die Musik als wahnsinnig nervig empfinde. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt weiter? Komme ich jetzt über die Weltkarte einfach weiter? Muss ich jetzt noch mit irgendwem sprechen? Lass mich mal hier nochmal kurz gucken. Ey, was? Jetzt ist Lawitz kurz mal draußen gewesen und ist trotzdem nicht voll mit seinen HP. Da sind andere Spieler aber deutlich gnädiger. So, wie sieht's hier aus? Oh, dieser Orkanstab. Ey, vielleicht schaffen wir es ja in diesem Part, ist das mal hier erfolgreich anzuschauen. Ich will erstmal draußen gucken. Oder gab es denn noch irgendeine Ecke, wo ich nicht weiterkam? Weil es hieß, dass... Warte mal, dass ich erstmal ins Schloss muss? Irgendwo war so ein komischer Typ, der eigentlich saufen wollte. Und der mir so einen Weg versperrt hat. Ich glaube, das war hier in diesem Abschnitt. Das war, glaube ich, relativ weit am Anfang. Hier vielleicht? Nee, hier war das... War hier das Krankenhaus? Nee, hier kann ich aber gleich nochmal abspeichern. Ich will nur diesen Typen finden. Vielleicht wisst ihr noch, was ich meine. Oder war der doch da weiter hinten? Der muss auf jeden Fall... Ich glaube, der muss hier in der Nähe gewesen sein.
Also ich habe den gesehen, nachdem ich die Kneipe hier gefunden habe. Weil ich dann irgendwann noch so zu ihm meinte, ja, dann bist du hier aber falsch, wenn du trinken willst. Irgendwie so, dieser Bananentyp. Wisst ihr, was ich meine? War das hier vielleicht? Hab's mir leider nicht gemerkt. Wahrscheinlich suche ich den jetzt auch gerade voll umsonst. Das war der Stardust-Typ. Das weiß ich noch. Dann war ich hier in dem Bereich auch... War da oben gerade... Entschuldigung, dass ich jetzt wieder so minderbemittelt hin und her laufe, aber war da oben gerade noch so ein Pfeil? Jetzt, wenn ich hier rauskomme? Ja. Was ist das denn? Wie komme ich da denn rein? Ah, guck mal, wie ich das gesehen habe. Kann ich da dieses komische Ding hier hochklettern? Nee. Vielleicht doch ein Geheimgang über den Brunnen. Was? Euer Ernst? Hier bin ich doch beim letzten Mal schon drumherum gelaufen. Die Häuser hier scheinen ihn sich zu teilen. Okay, wow. Also entweder ich habe das beim letzten Mal volle Möhre übersehen. Oder ich muss irgendwas, also wahrscheinlich diese Sachen da in der Burg getriggert haben, um hier diesen Stardust, dieses Zeug mitzunehmen. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es in irgendeinem Kommentar mal hieß, dass ich das einlösen muss. Dieses Haus hier, das wird es gewesen sein, oder? Das war auf jeden Fall vorher auch versperrt durch eine Person. Das meinte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut, dass wir hier jetzt reinkommen. Das war keine allzu schlecht. Das ist Lavits Haus, ich Depp, natürlich. Mama, ich bin zu Hause. Ach Gott, Lavits Mutter. Oh, Lavits, du bist es, Lavits. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe schon so lange nichts von dir gehört. Der Widerstand Sandoras war stärker, als wir gedacht hatten, aber keine Sorge, wir haben sie besiegt. Dein Vater wäre stolz, das zu hören. Lavits, was ist mit Helena? Erwähne das nicht vor ihr. Entschuldigung, aber ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen macht. Kann ich verstehen, ist ja auch schon eine ältere Dame, ne? Ich weiß nicht, wovon er spricht. Ich meine, Dart hätte ja auch ruhig warten können, bis er aus dem Haus raus ist und das dann danach fragen können. Nun gut, ich bin ja schon glücklich, dich wieder zu Hause zu haben, aber... Aber? Du hast deine Braut mitgebracht, mein großer Junge. Was? Mama, sie ist nicht meine Braut. Oh, sei nicht schüchtern, wie heißt du? Oh mein Gott. Wie scheiße das für beide sein muss. Shana. Shana, mein Sohn ist ein bisschen schwierig und starkköpfig, aber er ist eigentlich ein richtig netter. Ist da gar nicht viel Erfolg, Shana? Was? Oh mein Gott. Eigentlich will ich ja, dass Dart mit Shana anwandelt. Deswegen nehme ich nicht das untere. Das wäre irgendwie so ein Schlag in ihr Gesicht, finde ich. Ich will Lavits jetzt eigentlich auch nicht kränken. Das ist voll gemein. Weil ich entweder voll den guten Freund jetzt hier schlecht machen muss vor seiner eigenen Mutter oder... Nö, aber ich will Romanzen provozieren. Ist er gar nicht. So, hat er davon. Er hat recht, sie ist das, Freundin. Ich glaube, darauf wollte er auch nicht so hinaus. Hey, hey, seit wann bin ich denn Shanas... Es stimmt, ich bin Darts Freundin. Was? Mann, das sagen die doch nur, um die Mutti jetzt zu beruhigen, oder? Oh, bitte entschuldigt, pass gut auf Shana auf. Nun, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dart ist halt so eine ehrliche Haut, ne? Oder der kapiert nicht, dass Shana das jetzt einfach nur strategisch macht. Was ist hier los? Wenn meine Mutter sich erstmal was in den Kopf gesetzt hat, dann ist das das Ende. Nur so können wir mit ihr fertig werden. Ich finde seine Mutter irgendwie süß. Lavits, bitte such dir jemanden wie sie. Dann kann ich endlich Enkelkinder im Arm halten. Du bist ja kein Kind mehr. Ja, ja, ich weiß. Und, bleibst du heute hier, Liebling? Ich glaube, dafür bleibt keine Zeit, oder? Nun, man hat mir befohlen, Hoax zu verteidigen, also muss ich so schnell wie möglich gehen. Nun gut, ich verstehe schon. Aber traurig ist sie trotzdem, ne? Aber zu Mittag kannst du noch essen. Es wird bald fertig sein, Liebling. Ich helfe ihnen. Oh, das brauchst du nicht. Aber warum eigentlich nicht, vielleicht? Mit Vergnügen.
Mit Vergnügen, sagt sie. Voll falsch vertont, egal. Ja, die Weibsen unter sich wieder alle Klischees bedient, sehr schön. Was können wir bis zum Mittagessen machen? Keine Ahnung, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich nach draußen muss. Aber ich wette, das Spiel hätte mich irgendwie aufgehalten, wenn ich wieder auf die Weltkarte zurückgegangen wäre. So, warte, erstmal hier gucken, ob wir irgendwas mitnehmen können. Direkt mal Lawitz beklauen, ne? So, in die Küche gehe ich mal erstmal noch nicht. Ich wette, die Jungs werden sich draußen irgendwo die Zeit vertreiben müssen, oder? Da muss ich jetzt hier was machen? Ich habe schon wieder voll die Stardust-Paranoia, weil ich Angst habe, das irgendwie auszulassen. Aber naja, ich werde wahrscheinlich eh schon ein bisschen was verpasst haben. Ihr hattet mir ja auch gesagt, dass das wahnsinnig schwierig sein soll, alles zu finden, ohne zu wissen, wo sich das befindet. Deswegen mache ich mir da keine Illusion. Aber wenn ich eine schöne Belohnung für jedes einzelne von diesen Dingern kriege, dann ist das ja auch eine schöne Motivation. So, gibt es jetzt hier noch irgendwas? Was ist denn das hier überhaupt? Das sind keine Bücherregale. Sind das irgendwelche Flaschen? Keine Ahnung. Kein Plan. Auf jeden Fall scheine ich hier nichts mitnehmen zu können. Das hier sieht so auffällig aus mit dem Grünen, ne? Aber da gibt's nichts. Also ich malträtiere hier gerade meine X-Taste und es passiert nichts. Also gehen wir einfach weiter. Und gucken mal, was die Damen so machen. Oh mein Gott, was für ein wunderschönes, geräumiges Haus. Meine Güte. Dass die alte Frau hier so ein bisschen vereinsamt. Kann man ja fast verstehen, ne? Weil der Vater lebt nicht mehr. Oh fuck, hatte aus Versehen weggedrückt. Wozu ist denn das gut? Weiß ich nicht, fragt auch die Mutti. Die wird's wissen. Vielleicht auch der Herr Lawitz. Das ist eine ältere Leiter. Hoffentlich kann man sie noch benutzen. Ja, steckst du die jetzt in die Hosentasche oder was? Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. 20G erhalten. Ich finde, dass diese rein weißen Kisten, dass die gar nicht so nach PlayStation 1 aussehen. Alles ist verstaubt. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja auch die Absteckkammer. Die hier aber irgendwie nicht. Also seit wir hier in der Stadt sind, denen fehlt irgendwie so ein paar Pixel auf ihrer Oberfläche. Wisst ihr, was ich meine? Die sehen auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen anders aus. So. Ich werde versuchen, ein schönes Mahl zu zaubern. Sehr schön. Warte, bis du an der Reihe bist. Aber die Mutter von Lawitz, die erhofft sich jetzt nicht, dass sie irgendwie... Oh, das ist... Ernsthaft? Schon wieder? Krass, aber die sind auch... Das Geschirr ist sehr modisch. Die sind auch echt so in Ecken, so versteckt, überhaupt gar nicht auffällig sind, ne? Also theoretisch musst du wirklich alle Ränder ablaufen, um das irgendwie zu finden und die ganze Zeit diese Interaktionstaste drücken. Schade, macht sich nützlich. Nicht, dass sie traurig ist, ja. Jetzt sagt sie es nämlich schon wieder, dass es doch nicht Lawitz Frau ist. Denn Lawitz Braut doch nur wäre wie sie. Oh, sitzt den armen Jungen mal nicht unter Druck. Ich meine, ich kann beide irgendwie verstehen, ne? Weil sie, wenn sie jetzt auch keinen Mann mehr hat und so, Enkelkinder, klar wäre das schön für ihren Alltag, aber ich weiß nicht, ob Lawitz das jetzt so im Kopf hat, so mit Familiengründung. Ich glaube, der hat gerade ganz andere Probleme, oder? Das Mittagessen ist noch nicht fertig. Achso, das kennen wir ja schon. Achso! Sollen wir ihnen helfen? Lass uns mit den Schwertern üben, Nickerchen machen, zeig mir dein Haus. Nehmen wir mal das hier. Zeig mir dein Haus. Das ist das erste Mal, dass ich in so einem riesigen Haus bin. Hier gibt es nichts Interessantes, aber wir können immerhin etwas Zeit damit totschlagen. Schau dir an, was immer du willst, und ich werde dir darüber etwas erzählen. Na toll. Das bietet er mir jetzt nach der Erkundung an. Wisst ihr, was mich nur irritiert? Ich weiß immer noch nicht, wie ich da an dieses Fenster komme, weil ich habe ja von draußen irgendwie diesen Eingang-Ausgang gesehen. Ich hätte schwören können, dass das hier mit diesem Haus zusammenhängt. Ach, guck mal, es ist doch eine Bibliothek. Hier ist die Bibliothek. Hier gibt es viele Bücher über strategisches Vorgehen. Interessiert dich das, Dart? Das ist mein schwacher Punkt. Klingt doch gut. Dann wird er sich in einer Weile gut Zeit totschlagen können. Was machst du? Ah, okay. Ich verstehe. Guck mal, damit ist, glaube ich, auch meine Fensterfrage beantwortet. Kann das sein? Komm her. Der zeigt mir jetzt den geheimen Dachboden. Da gibt es bestimmt viele Spinnen. Ich zeig dir meinen Schatz. Schatz? Das klingt irgendwie wie der Anfang eines schwulen Pornos, aber
Er wird bestimmt andere Dinge im Sinn haben. Ganz bestimmt. Jawohl, guck mal, hier wollte ich auch hin. Hier ist mein Schatz. Sehr schön. Bitte, schau ihn dir an. Was ist, wenn ich mir den Schatz nicht anschauen möchte? Oha, die Aussicht ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Echt schön. Das sieht irgendwie so, ja, so richtig schön herbstlich aus. Deswegen liebe ich diesen Ort wahrscheinlich auch so, weil Herbst auch so meine Lieblingsjahreszeit ist. Das passt auf jeden Fall. Ah ja, von hier hat man einen guten Ausblick auf Indelsburg. Als ich jung war, habe ich diesen Ausblick jeden Tag gesehen. Ich wuchs auf und dachte immer, ich werde ein berühmter Ritter, wie mein Vater, und ich werde das Land beschützen. Dein Traum ist wahr geworden. Kann man so sagen, auch wenn er sich wahrscheinlich leichtere Zeiten gewünscht hätte. Ja, aber die Realität ist viel härter, als ich es mir damals vorgestellt hatte, sage ich doch. Umso mehr bin ich davon überzeugt, dass mein Vater ein großartiger Mann war. Das wird, glaube ich, niemand anzweifeln. Ich würde alles geben, um dieses Land zu beschützen. Meine Leidenschaft für dieses Land ist genauso groß wie deine für Shana. Was für ein komischer Vergleich, okay. Mit einem Land kannst du aber keine Kinder zeugen. Ich glaube, das will deine Mutti nicht so gerne hören. Ich kann mich nur nicht zurückhalten. Du hast dein Leben riskiert, weil du weißt, wie wichtig Shanas Leben ist. Du warst kein törichter Draufgänger, als du dich nach Helena gewagt hast. Ja, kann man so sagen. Jetzt ist Sergio von Kriegswolken bedeckt. Du bist der Einzige, der Shana schützen kann. Das weißt du doch. Naja, ich glaube schon, dass auch andere sie schützen könnten. Aber ich will jetzt mal die Romantik hier nicht rausnehmen. Ja. Da, Glavitz, das Essen ist fertig, sagt Ashana oder die Mutti. Nun, die Prinzessin braucht uns. Und jetzt habe ich schon wieder direkt den richtigen Weg genommen. Alles, was ich für optional halte, passt am Ende. Prinzessin, sie ist wie eine kleine Schwester für mich. Ja, vielleicht irgendwann auch mehr. Wer weiß das schon? Also zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass Dart mit irgendeiner anderen rummacht oder Shana mit irgendeinem anderen Typen. Irgendwie wird da bestimmt noch was passieren zwischen den beiden. Aber nicht verraten. Dein Essen ist wie immer ausgezeichnet, Mama. Das höre ich zwar gerne, aber es wäre mir viel lieber, du würdest dir eine Braut suchen und dich bald niederlassen. Also irgendwie nervt das schon ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Der tut mir der Lava ist auch gerade so ein bisschen leid. Da, Shana, wir müssen noch ein paar Dinge kaufen, bevor wir abreisen. Lass uns gehen. Irgendwie tut mir aber auch die Mutti leid. Ach, ist schon nicht so einfach. So, erzählt er mir jetzt nichts mehr über das Haus, jetzt wo ich diesen Spot da schon erwischt habe? Das ist ja oll. Super, ey. Wieder falsche Reihenfolge ausgewählt. Jetzt komme ich hier aber ran. Vielleicht gibt es hier noch Stardust. Vorhin standen ja hier die zwei Damen. Geht aber offensichtlich nicht, irgendwas mitzunehmen. Seid ihr fertig? Nein, wir sind noch nicht fertig. Ja, wir sind fertig. Ich nehme mal nein. Wir haben immer noch was zu erledigen. Du wirst bald abreisen. Warum packst du nicht fertig? Du kannst natürlich auch länger bleiben. Ja. Was passiert denn, wenn ich da jetzt auf Ja gehe? Werden wir dann aus dem Ort verbannt und kommen hier erstmal nicht nochmal rein? Ich will nämlich noch ein bisschen was mir hier angucken. Also zuerst will ich schauen, ob Lavitz irgendwas sagt. Nee. Keine Ahnung, vielleicht hätte er auch zu den anderen Räumen nichts gesagt. Also das würde mich freuen, wenn ihr mir das mitteilen könntet, weil ich da wenigstens die Gewissheit hätte, dass ich nichts ausgelassen habe. Hallo, einmal hoch bitte. Dankeschön und Prost. So, jetzt stehen wir hier oben. Oh, okay. Ich komme hier quer übers ganze Dach. Das ist ja auch nicht verkehrt. Also wenn hier irgendwas versteckt ist, dann hätte man das wahnsinnig leicht auslassen können. Ja, ich glaube, das war nicht die allerdümmste... Kann ich hier runterfallen? Nein! Ist das euer Ernst? Und da oben, ja, da sehe ich die Kiste schon oben rechts. Okay.
Das ist ja mal Ull. Da habe ich nämlich noch nicht so wirklich verstanden, wie das mit dem Balancieren jetzt funktioniert. Ich glaube, als dieses Ausrufezeichen kam, hätte ich einfach irgendwas drücken müssen. Wir gucken mal. Ich wollte oben auf dem Dach sowieso noch schauen, ob es da noch irgendwas anderes gab. Ey, aber irgendwie... Hä? Ich bin irgendwie zu blöd, die Leiter jetzt zu besteigen. Ich schaff das nicht. Ich werde jetzt 15 Minuten damit zubringen, diese Leiter empor zu klettern. Glücklicherweise nicht, aber beim nächsten Mal dann. So, warte mal. Nicht, dass er jetzt hier irgendwie runterspringt, aber ein bisschen gucken kann man ja mal. Sieht auf den ersten Blick aber nicht danach aus, als gäbe es hier irgendwas. Das heißt, wir werden uns jetzt an diesem Späßchen nochmal versuchen. So, einmal da bitte rein. Kann man hier wirklich so steuern? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was ich da machen soll. Ich habe jetzt einmal, also als ich direkt in diesem Screen drin war, bin ich nur einen Schritt nach vorne gegangen, dann fing er direkt an zu straucheln. Muss ich die ganze Zeit durchziehen und vielleicht den Stick die ganze Zeit in Laufrichtung behalten? Also ich werde in dieser Folge mit Sicherheit nichts anderes mehr machen. Oh, wie mir das hier voll auf den Zeiger geht. Das ist voll komisch, steuerungsmäßig hier. Ich werde es jetzt noch einmal probieren und wenn das nicht klappt, dann werden wir es am Anfang der nächsten Folge versuchen und dann werde ich da überlegen, ob ich das nicht irgendwie, weiß ich nicht, vorspule oder verkürze, weil so spannend ist das nicht, aber mich interessiert schon, wie ich da weiterkomme. Okay, also wenn ich das richtig time mit dem Drücken, dann stabilisiert er sich wieder. Das ist gut, eigentlich ist das gar nicht so schwer. Man darf nur diesen Moment nicht verpassen, wo man dann auch wirklich drücken muss. Ich weiß nicht, ob man das schaffen kann, ohne einmal ins Straucheln zu kommen. Ich würde fast sagen, nicht. Auch weil er immer in den gleichen Zeitabständen dieses Ausrufezeichen bringt. Habe ich es jetzt? Oh mein Gott, bitte nicht auf den letzten Metern. Nein. Immer noch? Ja, ich wollte gerade sagen, ist aber auch mal gut hier. Meine Güte, ey, was für eine Zitterpartie. Heilungsbrise. Sehr schön. Das klingt als, wäre das ein Synonym für Shanas Furz oder so? Wird aber wahrscheinlich damit eher nicht gemeint sein. Obwohl, das hätte doch irgendwie was, oder? Stell dir mal vor, du hättest so voll den Weißmagier. Und seine heilenden Winde wären dann... Ach, okay, lassen wir das. Gut, ihr Lieben, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich werde die nächste auch wieder im Anschluss aufnehmen und danach dann wahrscheinlich die Aufnahmesession beenden. Und werde erstmal im nächsten Part mal nochmal dieses Haus suchen mit dem Typen, den ich eigentlich ursprünglich mal gesucht hatte. Nee, dann nochmal zu Mutti gehen, mit ihr sprechen und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir diesen Ort auch verlassen und weiterreisen werden. Ich danke euch aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!